Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Ich bin die Jen und heute gibt es wieder ein Video aus unserer Serie Die Selbstversorgerküche. Wir sind im Mai angelangt und es gibt auch schon Spargel und es gibt Rhabarber und wir haben auch Rhabarber im Garten, aber der ist noch relativ klein und unsere kleine Gärtnerin isst ihn so gerne, da können wir nicht mehr noch von ernten. Ende Mai gibt es auch noch Erdbeeren und was wir jetzt auch noch viel im Garten haben, sind Salate und vor allen Dingen Kohlrabi. Und um Kohlrabi soll es heute gehen. Kohlrabi kann man ja einfach so lecker als Rohkost essen, aber so eine hübsche Verpackung drumherum ist ja auch was. Und die werden wir heute machen, aber erstmal heißt es Ernten im Garten. Los geht's! Den ersten haben wir hier. Und ich brauche aber noch einen zweiten. Einmal ins Körbchen. Die sind jetzt nicht ganz so riesig, aber wir sind heute auch nur zu dritt, von daher passt das schon. Was ich noch brauche, ist Salat. Der sieht jetzt recht klein aus, aber das liegt auch daran, dass ich hier, wie gesagt, alle Tage durchs Gewächshaus gehe und Salatblätter raushole, einzelne. Das Schöne ist ja, da wir ja immer eine volle Salatplatte haben, können wir jetzt einfach recht schnell nachpflanzen. Und im Gewächshaus wächst auch die Petersilie. Die hat der Gärtner dieses Jahr ausgesät und eingepflanzt. Da nehmen wir auch was von mit. Ich finde, Kräuter dürfen im Essen ja nicht fehlen. Ich zubbel mir einfach immer überall ein paar ab und dann können die Pflanzen gut weiter wachsen. Ich glaube, das reicht. Hier im Hochbeet unter den Frühbeethauben, die wir jetzt schon aufgemacht haben, seht ihr rote Beete und die sind schon relativ groß. Das liegt einfach daran, wir haben die im Januar ausgesät und im März schon als Jungpflanze reingesetzt. Und bei der roten Beete, wisst ihr, kann man nicht nur die Knolle gut essen, sondern auch die Blätter, die jungen Blätter von der roten Beete. Und das verteile ich. Also ich berupfe jetzt nicht eine Pflanze und klaue dir alle Blätter, sondern hier und da immer mal eine. Und dann reicht mir das auch schon. Ab in die Küche. Nun haben wir unsere Gartenschätze zusammengesammelt. Ich habe aber vorher noch von der Verpackung gesprochen. Wir werden nicht in die Küche gehen, wir werden draußen kochen. Und mein Gärtner und ich, also mein Mann und ich, haben uns für Wraps entschieden. Die werden wir jetzt zusammen machen und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Teig. Los geht's! Für den Teig brauchen wir recht wenige Zutaten. Wir haben hier 300 Gramm Dinkelmehl, also fein gemahlen. Hier haben wir 100 Gramm Vollkornmehl. Ihr könnt also auch einfach 400 Gramm Mehl nehmen. Dann haben wir 2 Teelöffel Salz dabei, 150 Milliliter warmes Wasser. Und hier habe ich 120 Gramm Sojajoghurt. Man kann natürlich auch bestimmt normalen Joghurt nehmen, wie ich habe das jetzt hier mit der Sojade gemacht. Und das kommt jetzt alles zusammen in die Maschine und wird zu einem Teig verarbeitet. Also einmal das Mehl rein. So, einmal Deckel runter, Knethaken rein, Maschine anschmeißen. Die jungen Blätter vom Kohlrabi, die lege ich mir zur Seite, die kommen gleich noch mit rein. Den werde ich jetzt vorsichtig schälen und in Stifte schneiden, dass es eine schöne Füllung dann für den Wrap ist. Der Wrap ist natürlich optimal, so als kalte Küche, gerade im Sommer, essen wir sehr gerne, wie ihr schon seht. Wir kochen ja auch gerne draußen und das ist optimal für eine Resteküche. Ich habe zum Beispiel noch von gestern, habe ich noch Tofu angebraten und der kommt da auch gleich mit rein. Also Wraps sind eine tolle und recht schnelle und einfache Möglichkeit, Reste zu verarbeiten und Rohkost mit auf den Teller zu bekommen. So, hier oben schmeckt die Kohlrabi ja immer sehr lecker und mild. Schneide ich nur ganz dünn, wenn überhaupt, hätte ich vielleicht auch gar nicht schälen brauchen. Gerade bei Wraps oder Sommerrollen finde ich es immer ganz besonders schön, wenn die Rohkost möglichst fein geschnitten ist. Deswegen werden die Möhren jetzt in feine kleine Stifte geschnitten. Und wenn ich jetzt die Großfamilie da hätte, da hätte ich, glaube ich, auch die Küchenmaschine angeschmissen. Aber wenn die Kleinfamilie da ist, dann reicht auch das schöne Messer hier. Und der Handbetrieb, das geht auch schnell. Nach den Möhren kommt jetzt gleich natürlich, den wir eben geerntet haben, den butterweichen, butterzarten Kohlrabi. Und ich finde es ganz schwer, den jetzt nicht direkt roh zu essen, sondern wirklich klein zu schneiden. Also wir werden ihn eh roh essen, aber jetzt direkt essen. Einfach
in Stifte schneiden und die Finger immer so, dann kann man sich auch nicht schneiden. Zu jedem Wrap braucht man natürlich auch einen Dip oder eine Soße und wir haben uns da heute für was ganz Frisches entschieden. Wir haben einen pflanzlichen Joghurt, das ist jetzt eine Sojade, aber man könnte genauso gut auch Hafer- oder Mandeljoghurt nehmen, gibt es mittlerweile auch im Biomarkt. Dazu kommt Schnittlauch und Petersilie und natürlich auch Salz und Pfeffer und, weißt du was, Gärtner, was hältst du davon, wenn wir mal gucken, wie weit der Knoblauch ist? Das würde doch jetzt auch ganz gut passen, oder? Wollen wir mal einmal im Beet schauen? Ja, komm, das machen wir. Oh, sieht gut aus. Die ist recht dick. Mal vorsichtig rausziehen. Hui! Hier sieht man schon ganz gut, wie der Knoblauch anfängt, die Knolle auszubilden. Im Sommer sollte das dann auch soweit sein. Wenn man ein ganzes Beet voll hat mit Knoblauch, dann kann man natürlich den auch jetzt schon so ernten. Dann ist er wie Schnittknoblauch. Und naja gut, man kann auf der anderen Seite sagen, man hat eigentlich nie genug Knoblauch. Aber ich denke, so ab und an für die Küche und auch für die Vorfreude kann man den jetzt auch schon mal rausholen. Den nehme ich jetzt mit. So, dann geht's jetzt mal ans Kleinschneiden. Es gibt ja kein Riech-YouTube, aber der Geruch ist schon echt faszinierend. Sehr lecker. Alle Knoblauchliebhaber unter euch werden wissen, was ich meine. Ich meine, wie man die Soße jetzt zubereitet, ist ja persönliche Geschmackssache. Und wenn es mal schnell gehen soll, gibt es vielleicht auch eine Lieblingsfertigsoße. Aber wir machen jetzt hier die ganze Frische aus dem Garten mit in die Soße, in den Dip rein. Wenn man die Soße nicht ganz so flüssig haben möchte, dann kann man zum Beispiel so einen Joghurt einfach ein paar Stunden über dem Kaffeefilter abtropfen lassen. Oder es gibt auch Varianten, selbst bei den pflanzlichen, die so eher quarkähnlich sind, also ein bisschen fester, damit das kein Gematsche wird, sondern ein leckerer, knackiger, frischer Wrap. Na, habt ihr schon Hunger? Jetzt noch die Kräuterlies, also Schnittlauch und Petersilie. So einen Dip kann man natürlich optimalerweise einen Tag vorher schon vorbereiten. Dann zieht der besser durch. Hätte ich machen können, aber das war jetzt eine recht spontane Aktion. Deswegen geht es auch frisch. Ich packe jetzt hier Schnittlauch, Petersilie und den Schnittknoblauch, also den frischen geernteten Knoblauch jetzt hier rein. Und dann kommen jetzt gleich noch Salz und Pfeffer hinzu. Man könnte noch einen Schuss Zitrone dabei geben, wenn man möchte. Und dann ist unser Dip für unsere Wraps auch schon fertig. Wir haben jetzt für unsere Füllung unseren Salat aus dem Garten, den Tofu von gestern, angebraten. Dann haben wir hier unseren Dip, ein paar Möhrchen fein zugeschnitten, den geernteten Kohlrabi fein zugeschnitten und vom letzten Jahr noch aus unserer Selbstversorgerküche haben wir hier Sauerkraut. Da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Das ist sehr, sehr lecker und das habe ich noch gefunden. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Teig. Das sieht doch wunderbar aus. Der hat auch eine schöne Konsistenz, der ist so ganz weich. Den werde ich jetzt unterteilen in Kügelchen, die ich dann ausrolle und die dann hinterher in die Pfanne kommen. Jetzt werde ich den Teig in gleichmäßig große Teile schneiden, die dann hinterher gleich zu Kugeln geformt werden und dann ausgerollt werden. Die werden wir dann ohne Fett ausbacken. Und dann haben wir schon fast Wraps. Ich finde es von der Vorgehensweise her praktischer, dass man erst alle ausrollt und dann auf dem Teller übereinander legt und die dann anschließend in einem durchgehend ausbacken kann. Der Teig ist wirklich sehr weich, sehr angenehm. Und ihr seht schon, ich habe meine Arbeitsfläche so ein bisschen bemehlt. Und jetzt werden wir den ausrollen. Ich mache das ganz klassisch mit Omas Nudelholz. Zugegebenerweise normalerweise im Stehen, aber jetzt für euch im Video klappt das auch im Sitzen. Hier muss ich natürlich gucken, wie groß meine Pfanne ist, mit der ich arbeite und die Größe der Wraps dem anpassen, womit ich dann gleich weiterarbeiten möchte. Und bei der Pfanne habe ich echt einen schönen Neuzugang, den ich euch gleich vorstellen werde.
Die werden wir jetzt noch ausbacken. So, wir brauchen eine Hitzestelle, eine Gaskochstelle. Wir haben jetzt eine Pfanne und viele von euch haben uns ja schon gefragt, warum wir eigentlich mit einer Teflonpfanne arbeiten und dass es ja nicht so richtig zu uns passen würde. Und wir haben uns mal schlau gemacht und freundlicherweise hat sich eine von euch gemeldet und uns einen guten Tipp gegeben. Und schlussendlich haben wir jetzt tatsächlich eine schmiedeeiserne, handgemachte Pfanne aus Deutschland. Vielen Dank an den Ulrich dafür. Und ja, den Link von Ulrichs Shop, der macht sie wirklich selber hier in Deutschland, den stellen wir euch unter das Video in die Infobox. Ich packe mal erstmal den ersten Wrap rein. Ihr seht schon kein Fett, das geht auch in der Teflonpfanne. Aber es geht auch in der schmiedeeisernen Pfanne. Wenn ihr beim Ulrich auf der Homepage seid, schaut euch gerne mal um. Es gibt verschiedene Größen noch von den Pfannen und es ist echt, der macht das alles selber. Der hat auch Kurse dabei. Ich bin echt begeistert, dass er das neben seiner eigentlichen Arbeit trotzdem noch macht. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, eine Pfanne bei ihm zu bestellen, dann könnt ihr in dem Formular ankreuzen, habe ich auf dem Blogbeitrag bei uns auch nochmal abgebildet, wo ihr auf seine Internetseite gekommen seid, also über welchen Weg. Da könnt ihr auch Garten-Gemüse-Kiosk ankreuzen und dann ist das ein schöner Gruß an den Uli. Wenn jetzt der Wrap, der Teig hier in der Pfanne ist und die Hitze kommt, dann wird er gleich so Blasen, so Beulen schlagen und dann löst er sich auch. Jetzt kann ich ihn noch nicht so schieben, aber gleich werde ich ihn schieben können. Was vielleicht noch interessant ist, wenn er gleich aus der Pfanne rauskommt, dann muss er ja luftdicht verschlossen sein oder zumindest nicht einfach offen rumliegen, damit der Wrap weich bleibt. Wir wollen den ja nachher noch einrollen. Den kann ich jetzt schon mal drehen. Flupp. Und jetzt sieht man das hier schon ganz gut. Seht ihr das? Die kleinen Bläschen kommen und er geht hoch. Man kann natürlich auch alle Wraps an einem Tag machen, die dann im Kühlschrank luftig lagern und am nächsten Tag nochmal kurz anwärmen und verwenden. Oder wenn man unterwegs ist als Picknick oder Snack, kann man das auch ganz gut verwenden. Jetzt nehme ich mir den Wrap raus und lege ihn unter den Deckel, einfach damit er weich bleibt, damit ich den nachher auch noch rollen kann, wenn ich die Füllung reingeben möchte. Jetzt kommt schon wieder der nächste in die Pfanne. Ich weiß ja nicht, ob das nur mir so geht, aber der erste, der funktioniert meistens nie so gut, aber die danach funktionieren richtig gut. Was sich vielleicht einige von euch auch noch fragen, ist bei so einer schmiedeeisernen Pfanne, ob man da den Griff noch anfassen kann. Und hier bei den Pfannen vom Ulrich klappt das ohne Probleme. Selbst wenn in der Mitte alles unheimlich heiß ist, kann ich hier außen gut anfassen. Der ist jetzt von beiden Seiten so ein bisschen braun, der ist fertig. Auch der kommt jetzt unter den Deckel. Ich habe jetzt hier nur drei Wraps, aber es einfach exemplarisch mal zeigen wollten. Die werden wir jetzt auch füllen. Die anderen machen wir natürlich nachher noch. Nicht, dass ihr denkt, wir essen nur drei Wraps. Ab zur Füllung. Ich nehme die Soße, baue mir eine Straße, lege die Sticks hinein von der Möhre, die wir eben geschnitten haben, und vom Kohlrabi. Dann habe ich noch den Tofu von gestern, der ist mir zu groß, den schneide ich noch kurz in dünnere Streifen. Das reicht. Dann kommt noch ein bisschen Sauerkraut dazu. Und unser Gartensalat bzw. die Blätter von der roten Beete. Dann wird die Tasche zugemacht. Oh, das hätte ein bisschen luftdichter sein können, sehe ich hier gerade. Et voilà! Die ersten drei Wraps sind jetzt hier fertig und gerade im Frühling, im Sommer so ein frisches, knackiges, buntes Sommergericht. Ich glaube, das finden alle recht toll. Super ist natürlich, man kann es variieren. Man kann den Dip variieren, man kann den Inhalt auch nach Jahreszeit variieren. Und die Wraps zu machen, habt ihr gerade gesehen, ist nicht wirklich schwer. Besonders freue ich mich, dass ich das jetzt mit einer schmiedeeisernen Pfanne machen kann, anstatt die ganzen Weiten des Internets
zu durchsuchen, könnt ihr unter dem Video in der Infobox einfach auf den Link klicken. Schaut euch das mal an. Der Ulrich hat sich da echt einen Herztraum verwirklicht mit seiner Schmiede. Der gibt auch Kurse, wie gesagt, und hat eine kleine, feine Auswahl in seinem Sortiment an schmiedeeisernen Pfannen. Und wenn ihr dort bestellen solltet, schönen Gruß von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, unsere Selbstversorgerküche im Mai, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr uns das quittiert. Auch unter unserem Kanal kann man wie die anderen Gartenkanäle kostenlos abonnieren. Und zum Weitergucken haben wir natürlich auch noch was für euch. Einmal hier oben ein Rezeptvideo von uns, ein älteres, wo wir mit Spargel gearbeitet haben. Und hier unten unser Video zu einem von unseren Herzensprojekten, unserer Gartengemüseküche. Ich sage mal viel Spaß bei euch im Garten und in der Küche und bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Tschüss!